Und damit willkommen zurück zu Novus Inceptio in der Alpha-Version 0.06.007. Ja, ihr wundert euch bestimmt, warum die Aufnahme heute ein bisschen verspätet kommt und warum es noch kein Update gab. Also Update gab es noch nicht. Und verspätet kommt die Aufnahme aus dem Grunde, dass ich heute meine Strafe für wie du mir, so ich dir, erfüllen musste. Und ja, es war interessant. Es war wirklich interessant. Mehr dazu werde ich aber dann entsprechend bei Rising World oder halt dann in dem Video morgen früh veröffentlichen, bekannt geben, wie auch immer. Wir waren jetzt hier stehen geblieben und wollen natürlich hier weiter Leaves sammeln, weiter unsere anderen Sachen und ja, Hunger, Durst, ist mir wohl bewusst, dass da was ist und jetzt verfällen wir erstmal den Baum. Ich finde es auch cool, mit 2, 3 Schlägen hat er dann diesen Baum gefällt. Natürlich mit der Wurzel raus, versteht sich. Aber egal. So, und jetzt hacken wir. Ja, und da braucht er dann komischerweise länger, um das Ganze gern kaputt zu machen. Aber lassen wir jetzt mal außen vor. Das lassen wir jetzt wirklich mal außen vor. Ja, ich hoffe echt wieder auf ein neues Update. Einfach. Klar. Update ist Update, ne? Man kann damit immer diverse Sachen machen mit neuen Updates und, ja, ob ich jetzt den Endcontent dann schon so weit habe, dass man da ein Update braucht, sei mal dahingestellt. Ist wahrscheinlich noch ein weiter, weiter Weg. Oh, ich höre Musik in meinem Hintergrund. Hab aber auch eure ganzen Nachrichten da gelesen. Und gerade so in Bezug auf irgendwelche Wolfsangriffe. Also ich hatte ja jetzt bisher nur einmal einen Wolf und der war ja... Ja, bin ich einfach ins Schiff gegangen und dann... Oder in die Station und dann hatte sich das erledigt. Von dem Grunde her gehe ich dem Ganzen locker entgegen. So, Inventory. Packen wir das hier rüber. Und können wieder weitergehen. So, aber ich brauche jetzt auch erstmal wieder Leaves. Ey, Crafting. Ah nein, ich muss erstmal was essen. Habe ich denn was zu essen? Stimmt, ich habe noch Äpfel. So. Mensch, mit Äpfeln kommt man sogar sehr weit. Also 10 Äpfel und man ist wieder voll. Das finde ich praktisch. Dann ist mein Hunger und sie stillen sogar den Durst. Also als ob ich daraus sogar Apfelsaft mache. Das finde ich cool. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ja, je nach Qualität gibt das mehr oder weniger Punkte. Jetzt mit den 19 müsste ich jetzt 100% haben. Nein, 97. Das sind die 19. So. Gut. Ach ja, ich wollte Crafting machen. Mann. Da will ich hin. Und ins Crafting-Menü. Genau. Mann. Blödes Ding, du. Lass mich doch mal jetzt hier in Ruhe craften. Und das zweite Inventar nehmen wir auch noch dazu. Falls wir irgendwas brauchen. Wobei, wartet mal ganz kurz. Das kann ich ein bisschen runterschieben. Fight. System. System weg. Kann ich nicht. Doch, da. Lassen wir erstmal ganz kurz das System weg hier. Brauchen wir jetzt gerade aktuell nicht. Und wollen jetzt als allererstes erstmal wieder Fasern herstellen. Und dazu haben wir ja hier Leaves. Ich glaube, wir brauchen... Sekunde. 6 Stück für 3. Ne, für 2. Das heißt jetzt nochmal... 6. Und dann nochmal 2x6. Also insgesamt 18 Stück. Brauchen wir noch. Haben wir. Dann haben wir 2 Ropes. So. Puh. Und ich sag euch eins, der Burger, der liegt mir ganz schön schwer im Magen. Aber wie gesagt, dazu gibt es dann in Rising World mehr. Das Video kommt um 10 Uhr am 4.11. online. Sofern nicht wieder irgendwelche Probleme mit der deutschen Telekom AG bestehen oder beziehungsweise mit meinem Internetanbieter. Aber ansonsten denke ich mal, sollte das alles machbar sein, dass ich das pünktlich releasen kann. Ups. Ist einmal verklickt.
So, nachdem wir dann genügend jetzt Fiber produziert haben, können wir jetzt die ganzen Threads produzieren. Und wir brauchen dann echt schon wieder Fasern. So. Ich klicke automatisch immer dreimal, obwohl ich nur zweimal klicken muss, ne? Hm. Nun gut, so. Jetzt habe ich nur zweimal geklickt. Haha. So, jetzt haben wir uns da entsprechend das hergestellt und können uns jetzt hier die Seile herstellen. Rope Leaves. Also Seilblätter. Oder Seil aus Blättern. Weil es waren ja auch Seilfasern und deswegen, ja. Gut, jetzt geht es weiter. Nein, halt, das wollte ich offen lassen. So, dann gehen wir hier hin. Und gehen hier auf Manufacture. Legen den Hammer an. Und craften uns das Dach. Wir kommen jedenfalls mit dem Dach immer weiter. Finde ich auch gut. Schade finde ich jetzt nur, dass wir immer noch nicht, wie heißt es, gefunden haben. Na toll. Oh doch, ich komme ran. Ha! Gut platziert. Dass wir noch keine Treppe haben zum Bauen. Das wäre halt jetzt auch noch nett. Muss ich mir auch mal noch was einfallen lassen, wie ich das am besten mache. Vielleicht finde ich ja irgendwann... Nein! Auch nicht schlecht. Jetzt hätte ich beinahe da mein Dach wieder zerstört. Gut, jetzt haben wir das. Jetzt gehen wir kurz ins Wasser. Einfach mal ins Wasser stellen und man trinkt. Das hatten wir ja schon mal, ne? Ich stelle mich auch immer täglich in eine Pfütze. Nur damit ich dann... Ich wollte gerade sagen, der Krebs, der schwimmt doch jetzt nicht gerade ernsthaft, oder? Einmal kurz ins Wasser stellen. Zack. Und dann trinke ich natürlich, ja. Obwohl mein Kopf über Wasser ist, trinke ich. Sowas nenne ich Realismus pur. So, gucken wir mal. Ne, das war die Karte. Da ist der Baumodus. Haben wir denn jetzt schon Treppen? Nein. Keine Treppen da. Es tut mir leid. Auch noch keine anderen Rezepte. Das heißt, jetzt geht es weiter mit den anderen Sachen. Da oben liegt immer noch ein Baum, den ich, glaube ich, noch nicht gefällt habe. Hier. So, dann gucken wir mal. Was können wir denn craften noch? Also, Rohmaterialien. Leather haben wir. Das heißt, wir könnten, also aus Leder könnten wir uns dann hier diese ganzen Sachen machen. Waffe haben wir auch. Healing Cover. Healing Cover, damit können wir uns wieder hochheilen. Wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Was nehmen wir denn da? Lovage und Basilikum. Ich denke mal, mit dieser Potion können wir uns ein bisschen hochheilen. Selbst wenn es jetzt nicht gerade das Größte ist. So. Obwohl, ich kann hier noch aus Azaelen Sachen herstellen. Das Bleeding and Other Injures. So, Alchemie. Furniture. Okay, Furniture. Da haben wir die Torch. Ammo haben wir das. Healing Cover. Weapons. Axe. Ja, okay, unter Tools. Wo waren das? Small Barrel. Was kann man mit der machen? Storing Things. So, ja, können wir ein paar Sachen reinpacken. Brauchen wir aber Nägel und Nägel und Nägel und Nägel. Und Nägel können wir hier herstellen. Und die machen wir aus Schäft und Metalleisen. Ah, super. Und um das herzustellen, brauchen wir andere Sachen. Okay, gut. Das heißt, wir gehen mal in die Richtung. Wir gucken mal, was wir da jetzt haben. Legen wir unser Messer an, wobei ich glaube, eine Axt sogar fast besser wäre. Und erforschen mal in der Richtung.
Ich könnte jetzt natürlich hier noch Leaves sammeln und könnte noch mehr in der Richtung machen, aber ich möchte natürlich auch für euch ein bisschen die Gegend erkunden. Das ist ja auch wichtig. Und ist ja auch Hauptaugenmerk. Ja, ansonsten, morgen kommt die letzte Folge Rust für diejenigen, die sich dafür interessieren. Ah, wo ist es denn da? Ja, bin ich jetzt im Fighting-Modus oder nicht? Move forward. Na komm. Es gibt's da nicht. Also es sieht so aus, als ob er ein Messer in der Hand hätte, aber... Gut, haben wir es auch geschafft. Cool. Haben wir Pelz bekommen. Ist jetzt kein Leder, sondern Pelz, aber egal. Ist auch in Ordnung. So, gucken wir mal, was haben wir denn hier in dieser Richtung? Ich suche ja immer Anomalien. Weil man ja in denen dann entsprechende Blueprints bekommt. Ja, und hoffe natürlich dann auch keine Wölfe oder so zu finden. Oder denen zu begegnen. Ja. Es wäre natürlich ärgerlich, wenn ich jetzt irgendwo einem Wolf begegne und der dann sagt, hallo, ich bin der rote, ich bin der große böse Wolf. Bist du mein Rotkäppchen? Dann sag ich natürlich, aber Corti, warum hast du so große Augen? Und dann sagt er, damit ich dich besser sehen kann. Und Corti, warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser hören kann. Aber Corti, warum hast du so einen großen Mund? Damit ich bessere Let's Plays machen kann als du. Nee, stopp, das war was anderes. Keine Anomalie in Sicht. Wirklich gar nichts. Finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich hätte jetzt wirklich damit gerechnet, dass hier doch irgendwo sowas ist. Hier hätte man auch gut das Haus bauen können. Hier ist auch sehr viel... Wald, viele Büsche. Hier hätte man einiges erreichen können, aber was ist das da hinten? Sind das wieder Bäume? Weil das sah gerade so viereckig aus. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich glaube, ich bin da fündig geworden. Und zwar sehr gut fündig geworden, würde ich mal sagen. Gleich zwei Anomalien nebeneinander. Also wenn das jetzt nicht mal wirklich hier Glück ist, dann weiß ich es auch noch nicht. Das heißt, es ist nur da hochkommen. Anomalie Nummer 1. Oh, Condition. Ja, weiß ich. Don't show it again. Jetzt reicht es mir aber hier. So, Anomalie Nummer 1, Anomalie Nummer 2. Wir nehmen mal Nummer 1. Wir gehen mal in die linke Anomalie. So, da sind wir schon in der linken Anomalie reingegangen. Und es ist schon wieder die gleiche, wie wir schon beim letzten Mal hatten. Das heißt, hier kennen wir uns also gut aus. Gucken wir mal raus. Und was haben wir hier? Na toll. Schön. Ich bin ja begeistert. Steine, Stöcke. Und ich glaube, es sieht aus wie Brokkoli. Selbst wenn es kein Brokkoli wahrscheinlich ist. So, hier waren wir ja auch schon. Zigtausend Mal. Das heißt, also, wir brauchen jetzt nur geradeaus durchrennen zum Fahrstuhl. Warten, bis der Fahrstuhl da ist. Und dann... Ja. Haben wir die Anomalie auch abgeschlossen. Haben wir bisher jedes Mal eine Anomalie. Finde ich auch gut. Wie gesagt, noch habe ich jetzt hier in diesem Survival-Game keine Herausforderung groß gefunden. Außer einen Wolf. Mit dem habe ich mich halt nicht angelegt. So, da kommt der Fahrstuhl. Ich glaube, beim letzten Mal war ich einfach nur zu schnell. So, gehen wir hier rein. Die Tür geht wieder zu. Hallo, ich bin drin. Genau. Kann ja runter gucken. Sehe da unten wieder das schöne Flugschiff. Wie auch immer. Ja, das sind Wege, die man hier gehen muss.
So schön die Anomalien auch sind. Ein bisschen Abwechslung wäre nicht schlecht. Ich hätte mich jetzt wieder über die andere Anomalie gefreut, die diesen Standardweg hat. Oder gar über eine ganz neue. Aber so nehme ich das jetzt auch hin und sage einfach, hey, okay, gut, so kenne ich es jedenfalls. Ist ja kein Problem. Mich würde halt nur mal interessieren, kann man in so einer Anomalie eigentlich auch sterben? Also wenn ich jetzt runterfalle oder so. Oh, der ist aber neu. Nehmen wir natürlich alles mit. Auch die Liter Wasser. Selbst wenn damit mein Inventar wieder sowas von vollgemüllt wird. Nach nicht Crafting. Ach, obwohl. Komm, Crafting. Dann kann ich das auch da rüberschieben. Gut. Hat er. Finde ich nice. Very nice. Also eine Anomalie, die sich dann doch erweitert um ein paar Objekte. Oder aber ich war in den anderen Anomalien extrem blind. Das kann natürlich auch sein. So, und ihr seht schon, es gibt eine Überlänge dafür, dass die Folge erst gerade kurz vor Veröffentlichung aufgenommen wurde. Hoffe ich mal, dass YouTube mir heute keinen Streich spielt und diesen Upload schnell hinter sich bringt. Ja, bloß, ich bin schon dabei, den Fehler selber zu lösen. Kann sich halt nur ein bisschen hinziehen. So, jetzt sollte hier eigentlich nochmal eine Kiste sein, genau da. Und hoffentlich sind da jetzt auch mal Blueprints drin. Nein, warum auch? Sand. Wozu brauche ich Sand? Ich brauche doch keinen Sand. Och, Mann. So, wollen wir Wasser. Gut, einmal rüber. Fertig. Ja, das war's mit der Anomalie. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich fürs Zuschauen. Und sage wie immer, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.